Kontrast, das Jahr 1918 und seine Folgen. Und 1918 war ja de facto ein europäisches Schicksal. Wenn ich über diese Zeit rede, ist Vorsicht geboten. Denn ich wende mich als Soziologe einem historischen Thema zu. Da ist ohne Zweifel Skepsis angesagt, denn wenn der Soziologe über Geschichte spricht, so bewegt er sich in einem für ihn unsicheren Terrain, einem Terra incognita gleichsam. Er geht disziplinär fremd. Das wäre natürlich nicht schlimm, doch man muss erkennen, dass Soziologen und die Geschichtswissenschaftler einem grundsätzlich unterschiedlichen methodologischen Muster in der Wirklichkeitserklärung folgen. Während der Historiker detailverliebt sich der Geschichte als singuläres Ereignis nähert, ihn interessiert, was der Fall war und der Fall ist, sucht der Soziologe hinter den historischen Ereignissen Strukturen. Er sucht größere Zusammenhänge, was ihm oft und völlig zu Recht den Vorwurf einbringt, dass er die Geschichte ideologisiert, weil er historische Ereignisse entweder überinterpretiert oder als nicht relevant abtut. Einem nomothetischen Wissenschaftsverständnis des Soziologen steht ein kasuistisches, einzelfallorientiertes, ideografisches Wissenschaftsverständnis des Historikers gegenüber. Als schlimmste Vertreter eines überbordenden Soziologismus können, wie sollte es anders sein, die Soziologen marxistischer Provenienz gelten, wenn sie beispielsweise behaupten, die Geschichte sei die Geschichte von Klassenkämpfen. Punkt. Da stockt dem Historiker völlig zu Recht der Atem. Zum Glück gibt es realistische Soziologen, die empirisch orientiert sind und allenthalben, wie der amerikanische Soziologe Robert K. Merton es ausdrückte, nur Theorien mittlerer Reichweite gelten lassen. Auch die phänomenologisch verstehende Soziologie in der Tradition Max Webers ist relativ nah am historischen Detail, aber auch sie muss einzelfallübergreifend arbeiten, indem sie das historische Material durch Idealtypen kategorisiert und zu Phänotypen zusammenfasst. So, wenn beispielsweise Max Weber von traditionellen, charismatischen oder rationalen Herrschaftsformen spricht. Die geschichtliche Variabilität wird dabei typisiert und zu standardisierten Ausdrucksformen zusammengefasst. Dabei ist klar, Soziologie und Geschichtswissenschaft arbeiten am gleichen Gegenstand. Eben die Geschichte und genau wegen dieser Gemeinsamkeit ist ihre Beziehung von latenter Feindseligkeit geprägt. Doch beide Perspektiven sind legitim. Sie bilden einen Verweisungszusammenhang, der für beide Disziplinen unverzichtbar ist. Eine strukturlose Ereignisdeskription ist in der Geschichte genauso wenig möglich wie eine totalisierende Soziologie, die sich der historischen Verifikation verweigert. Historische Ereignisse geschehen nicht unverhungen. Sie gehen hervor aus vorangegangenen historischen Ereignissen. Die vorangegangenen Ereignisse determinieren dabei nicht im mechanischen Sinne die folgenden Ereignisse, aber sie bauen ein Feld des Möglichen und Unmöglichen auf. Sie produzieren Anschlussmöglichkeiten. Geschichte beginnt dabei nie bei Null, außer vielleicht beim Urknall. Die Möglichkeiten der Entwicklung sind kontingent, aber doch begrenzt. Nicht alles ist immer und überall möglich. So besteht der Soziologe darauf, dass es eine Evolution sozialer Differenzierungsformen gibt. Dem Prinzip der segmentären Differenzierung in archaischen Gesellschaften folgt die hierarchische Differenzierung des Mittelalters, um dann von der funktionalen Differenzierung der sogenannten modernen Gesellschaften abgelöst zu werden. Diesen Differenzierungsformen folgen im Prinzip alle historischen Ereignisse. Ich muss heute überall hinnehmen, dass die Menschen gleich sind in ihrem Recht, verschieden zu sein. Eine Vorstellung,
völlig fremd war. Oder wir stellen fest, dass die Religion heute als ein Funktionssystem neben anderen nicht mehr die Gesamtgesellschaft determiniert. Ein Gesichtspunkt der Moderne, der, wie wir überall sehen, mit den theokratischen Modellen des Islam in Konflikt gerät. Und so ist schon etwas dran an der Feststellung von Hegel in seiner Philosophie der Geschichte, dass die Geschichte die Selbstauslegung des Geistes in der Zeit sei. Die Selbstauslegung des Geistes in der Zeit. Diese Selbstauslegung erfolgt in Stufen. Es bilden sich, Oswald Spengler hat das beschrieben, Epochen, Kulturstufen, deren Veränderungen oft mit Schlüsselereignissen verbunden sind. Und ein solches Jahr der Entscheidung des Epochenwechsels ist 1918. Die Ereignisse dieses Jahres bestimmen bis heute das Schicksal Europas und Deutschlands. Zeitlich ist der Epochenwechsel vom prosperierenden Deutschen Reich zum besiegten und gedemütigten Land genau einzugrenzen. Es war nämlich der 18.08.1918, den Erich Ludendorff als den schwarzen Tag des Heeres in der Geschichte des Krieges bezeichnete. Nachdem vom März bis Juni die deutsche Armee vier wuchtige Angriffsstöße mit großen Landgewinnen, aber ohne Durchbruch gegen die Entente gerichtet hatte, es konnten nämlich 1 Million Soldaten nach der Beendigung der Kämpfe im Osten an die Westfront verlegt werden, wurde die Lage für die deutsche Armee durch den amerikanischen Kriegseintritt immer prekärer. Im Juni standen bereits 1,4 Millionen Amerikaner in Frankreich und deren Zahl vergrößerte sich pro Monat um 250.000. Und am 8.8. griffen dann 36 Divisionen der Entente bei Amiens die deutschen Stellungen an, die auf deutscher Seite mit 21 Divisionen und schon ausgedünnt besetzt waren. 580 moderne Kampfpanzer sorgten für den Durchbruch der Entente, die erst an der sogenannten Siegfriedstellung zum Stehen gebracht werden konnte. 53.000 deutsche Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Fast 16 Divisionen wurden aufgegeben. Der Krieg war nicht mehr zu gewinnen. Und so bot das Deutsche Reich Friedensverhandlungen an, die im Versailler Vertrag endeten. Dieser Vertrag war in der Geschichte der Friedensschlüsse ein Einzigartig, denn alle Friedensschlüsse zuvor folgten dem Amnestiegebot. Sie folgten der christlichen Vergebungslehre und dem Gedanken der gegenseitigen Vergebung. Man denke nur daran, wie schon man mit Frankreich auf den Wiener Kongress 1815 umgegangen ist, oder wie ritterlich das neue Deutsche Reich Frankreich 1871 behandelt hat. Außer Elsass Lothringen hat man ja von Frankreich nichts weiter geworden. Nichts von dem finden wir jedenfalls in dem Versailler Vertrag. In diesem Vertrag, so sagte Altbundespräsident Richard von Weizsäcker im Jahr 2002, ich darf das zitieren, weil es unglaublich ist für einen Bundespräsidenten. Er hat nämlich gesagt, Frankreich, England und die USA verloren jedes Maß. Man setzte Deutschland, das keines Mal der alleinigen Kriegsschuld auf die Stirn, verurteilte es im Grund und Boden und demütigte es, wo man es nur konnte. Das musste Folgen haben. Sie kamen und sie waren schwer. In der Tat waren die Bedingungen dieses Diktatfriedens gnadenlos. Deutschland verlor ein Achtel seines Staatsgebietes, ein Zehntel der Bevölkerung. Es wurde 30% der Steinkohleförderung, die damals ja ganz wichtig war, 75% seiner Erzförderung, 13% der Weizenproduktion, 18% des Roggenanbaus, 20% der Kartoffelernte. Neben Barzahlungen, die letzte Zahlung erfolgte übrigens am 17.06.2010, die letzte Zahlung vom Versailler Vertrag, über 200 Millionen Euro, also nach 92 Jahren, haben wir noch bezahlt. Wie hoch die Gesamtsumme der Zahlungen sind, weiß ich nicht. Ich habe recherchiert und versucht rauszubekommen. Es ist nicht zu ermitteln, vielleicht weiß einer von den anwesenden Historikern dann mehr. Also, Zahl
Kohle 2 Millionen Tonnen im Monat musste Deutschland liefern. Chemie, Patente und so weiter. Die deutschen Privatvermögen im Ausland und in den ehemaligen Kolonien wurden eingezogen und zusätzlich mussten die Besatzungskosten, zum Beispiel für die Besatzung des Rheinlandes, bezahlt werden. Das Land war praktisch freigegeben zur Ausplünderung und zur wirtschaftlichen Ruinierung. Ziel des Vertrages war somit nicht der Frieden, Ziel war es vor allem, Dinge der Engländer, der Herr Röver wird dazu noch einiges vermutlich sagen, in seinem Vortrag noch einiges dazu sagen können. Deutschland, es ging darum, Deutschland als Wirtschaftskonkurrent für immer auszuschalten. Oswald Spengler schreibt dazu in seinen Jahren der Entscheidung, ich darf das mal zitieren, also der Vertrag von Versailles sollte gar kein Friedensvertrag oder Friedenszustand begründen, sondern die Machtverhältnisse derart regeln, dass das Ziel der deutschen Konkurrenzbeseitigung jederzeit mit neuen Forderungen und Maßnahmen gesichert werden konnte. Daher die Auslieferung der Kolonien, der Handelsflotte, die Beschlagnahme der Bankguthaben, Besitzungen, Patente, die Abtrennung von Industriegebieten wie Oberschlesien und das Saarland, die Einführung der Republik, von der man mit Recht eine Untergrabung der Industrie durch die allmächtig gewordenen Gewerkschaften erwartete und endlich die Reparationen, die wenigstens im Sinne Englands keine Kriegsentschädigung sein sollten, sondern eine dauernde Belastung der deutschen Wirtschaft bis zu ihrem Erliegen. Zitat Spengler. Der Völkerpsychologe Wilhelm Wundt, den man viel zu wenig heute wahrnimmt, hat in einem ganz tollen Buch, Die Nation und ihre Philosophie heißt das, wo er nachweist, dass sozusagen mit den Völkern verschiedene Philosophien virulent sind. Wie kommt es, dass in Deutschland der Idealismus eine solche starke Rolle gespielt hat? Wie kommt es, woran liegt es, dass die Franzosen dem Rationalismus erlegen waren? Wie kommt es, dass die Engländer empirisch pragmatisch gedacht haben? Also die Philosophie der einzelnen Länder ist dann durch den Nationalcharakter geprägt. Das ist eigentlich die Botschaft als kollektiver Psychologe, also als Völkerpsychologe. Also dieser Wilhelm Wundt beschreibt in seinem Werk Die Nation und ihre Philosophie aus dem Jahre 1918 die Kriegslüsternheit und Arroganz und Anmaßung der Engländer gegenüber Deutschland. Wundt zitiert einen Lord Palmerston, der den Deutschen riet, als sie die ersten schüchternen Versuche machten, Kriegsschiffe zu bauen. Jetzt kommt das Zitat: Er riet den Deutschen, den Boden zu fliegen, mit den Wolken zu segeln oder Luftschlösser zu bauen, aber niemals sollten sie sich einfallen lassen, die hohe See oder auch nur Küstengewässer zu durchfahren. Spengler sieht mit dem Versailler Vertrag einen neuen Wirtschaftskrieg aufziehen zwischen amerikanischer Hochfinanz und russischem Bolschewismus und sagt einen zweiten Weltkrieg voraus, weil, so sein Zitat, die Kanonen letzten Endes doch stärker sind als die Kohle. Er stellt nüchtern fest, Deutschland, die persönliche Schöpfung Bismarcks, wurde eine Großmacht, und zwar in der Mitte des Systems der Eltern. In dieser schlichten Tatsache liegt der Kern einer Tragik, die durch nichts zu umgehen war. Mit welchem Tempo Preußen-Deutschland in der Zeit von 1871 bis 1914 Großmacht wurde, möchte ich zum Schluss mit einigen beeindruckenden Statistiken belegen. Also ich verlasse jetzt mit dem Pfad des Hobbyhistorikers und kehre wieder ein in die Pfade der Soziologie, die sich mit Statistiken befasst. Viele Statistiken aus der Anfangszeit des Deutschen Reiches entstammen dabei dem hervorragenden Buch von Erhard Bödecker, Preußen und die Wurzeln des Erfolges. Er zeigt auf, dass die prosperierendste Zeit Deutschlands nicht die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war, sondern es war die Zeit 1871 bis 1914. Die Wirtschaft wuchs, Deutschland wurde halt Großmacht
Und es war klar, dass das bei den Nachbarn zu, dass denen da Angst und Bange werden musste. Ich habe Ihnen nun, wie gesagt, weil kein Beamer da ist, einige Statistiken hier ausdrucken lassen. Wir können die mal ganz kurz durchgehen. Also man muss sich das so vorstellen, dass in der Zeit von 1871 bis 1914 jedes Jahr 380.000 neue Arbeitsplätze im deutschen Reich geschaffen wurden. Das Bevölkerungswachstum. 1871 gab es im deutschen Reich 41 Millionen, 1911 gab es 65 Millionen. Und 1914 67, das heißt, wenn man das umrechnet, sind es pro Jahr ein Plus von 600.000 Menschen. Also das sind Eingeborene, nicht Zugewanderte. Das ist das natürlich. Da wissen, also 600.000 pro Jahr neu. Die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt zwischen 1871 und 1914 war im Deutschen Reich 1-2%. In England 5-10%, in Frankreich 6-10%. Ganz interessant, Analphabetenquote. In Deutschland 0,9%, in England 9,6%, in Frankreich 10%, sehr interessant, in den USA 12%, bei den Farbigen war es 49%, Italien 47%. Das heißt, hier sieht man, dass das Gerede von der Bildungsnation eben nicht nur Gerede ist, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Die Verwaltung, deswegen haben wir auch die Statistiken, weil in Preußen gab es eine funktionierende Stadt. Verwaltung. Das Deutsche Reich hatte also 1911 15 Millionen Einwohner und da hatte 600.000 Verwaltungs- und Justizbeamte. Zum Vergleich, die Bundesrepublik Deutschland 2000 mit 82 Millionen Einwohnern hat 4 Millionen Verwaltungs- und Justizbeamte. Daran erkennt man, wie effektiv die preußische Verwaltung war und wie wenig Personal man arbeitet. Das Wirtschaftswachstum lag von 1876 bis 1895 bei 2,7% pro Jahr und dann bis 1913 3,4%. Die Staatsschulden pro Einwohner 1912 waren 1.600 Euro umgerechnet. 2004 wurde es in Deutschland 16.585. Preissteigerung 0,48 pro Anno. Preissteigerung. Die Einkommensteigerung war 1,95 und es gab eine Angleichung der mittleren Einkommen. Es war also nicht so, dass, was wir heute erleben, dass die Mittelschicht sozusagen kaputt geht und sich die Ränder unten und oben bilden, ganz reich und ganz arm, sondern es gab eine Angleichung der mittleren Einkommen. Zum Beispiel die Gruppe mittlerer Einkommen, das sind 1.000 bis 3.000 Goldmark pro Jahr gewesen. Diese Gruppe ist von 22% auf 43% in dieser Zeit gestiegen. Die Steuerbelastung betrug damals umgerechnet 524 Euro. Also erheblich weniger als in England und in Frankreich. Und bei uns ist sie ja 2000 und nicht mal über 10.000 Euro. Das zeigt also, dass selbst also die Steuerbelastung sehr gering war. Und weil so eine effektive Verwaltung hat, dann braucht man auch nicht viel Steuern. Deutschland war eine führende Industrienation, weltweit. In der Chemie beherrschte Deutschland 87% des Weltmarktes. 87% des Weltmarktes. In der Optik führend. In der Elektrizitätswirtschaft, für den Maschinenbau, der Feinmechanik, beim Spielzeug, bei den Musikinstrumenten, überall war das Deutsche Reich in diesen Wirtschaftsbereichen führend. Von 1900 bis 1918 waren 40% aller Nobelpreisträger Deutsche. 80% der wissenschaftlichen Literatur bis 1939 wurde in deutscher Sprache verfasst. Nichts Englisch, nicht diese germanische Fachsprache. Es wurde
auf Deutsch gesprochen. Und es war bis 1945 in den USA üblich, dass man Chemie studierte, dass man vorher Deutsch lernen musste. Und von wegen die Deutschen ein militaristischer, oder Preußen ein militaristischer Staat, der obrigkeitshörig war. Also das allgemeine und gleiche Wahlrecht ist in Deutschland 1869 eingeführt worden. In England erst 1918. 1871, im Reichstag des Deutschen Reiches konnten 19,4% der Bevölkerung wählen. 1890 waren es dann 21,7%, das heißt, der Anteil derjenigen, die sozusagen mit politischen Rechten ausgestattet wurden, stieg. Nimmt man England dagegen, da zeigt sich, dass das also sehr viel weniger ausgeprägt war. Dieses Land mit der angeblich so demokratischen Tradition. Und 1883 waren es 8,2% und 1886 nur 13,4%. Das heißt also, es gab zwar das Dreiklassenwahlrecht in Preußen, aber das Deutsche Reich hatte ein gleiches Wahlrecht von Anfang an. Das Deutsche Reich, wo der Reichstag gewählt wurde, one man, one vote. Und das war eine Erfindung in Deutschland. Das Grundprinzip eigentlich von Demokratie. Das vergisst man natürlich alles. Preußen ist natürlich der absolute militaristische Staat. Auch da können wir erkennen, wie bis in die Geschichte hinein die Ideologie des Zeitgeistes versuchte, bestimmte Dinge so darzustellen, dass es für dieses Land schlecht aussieht. So, das wollte ich Ihnen nur in aller Kürze gesagt haben. Also 1918 war das Jahr, wo genau diese Prosperität natürlich ein Ende fand. Und diese Prosperität des Deutschen Reiches war der eigentliche Grund des Ersten Weltkrieges und nicht die Ballerei in Sarajevo. Das waren sozusagen äußerliche Dinge. Man musste ja irgendwo mit anfangen, einen Kriegsgrund haben. Aber der wahre Kriegsgrund war tatsächlich diese Vorabstellung des Deutschen Reiches in den Jahren 1871 bis 1914. Die Historiker können ergänzen. Sie sollen sich aber hüten, mir zu widersprechen. Danke.